Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Switchboard-Video. Heute gucken wir uns die Indoor-Kamera an. Ich zoome euch mal ein Stück rein. Die packen wir jetzt erstmal aus, gucken, was drin ist. Die kommt ins Wohnzimmer. Ich habe zwei Stück. Eine kommt im Flur, eine kommt ins Wohnzimmer. Dass ich im Wohnzimmer sehe, wenn die Katze mir wieder irgendwas runterrumpelt, welche Katze das war. Das ist so ja eine HD-Cam. So. Aha. Wir haben Switchboard. Sogar einen Wandadapter mit bei. Das ist sehr gut. Wir haben einen langen USB-Kabel mit bei. Dübel und Schrauben, um eine Wand zu befestigen. Kleber, um festzukleben. Anleitung. Einen Adapter für, ich glaube, England. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Doch, die Amis haben nur diese Dinger und die Engländer haben noch den Stift oben. Glaube ich. Dann logischerweise ist, na komm hier, die Kamera mit bei und hier wieder so ein Standfuß. Wobei ich vom Standfuß nicht so begeistert bin, muss ich sagen. Der will hier nicht richtig. Jetzt hat er. Jetzt hat er richtig drin. Jetzt ist er auch bündig. Weil er vorhin bei dem Sensor nicht wollte. Jetzt ist er bündig. Jetzt kann ich auch drehen. So. Wir haben natürlich auch hier hinten, was wir machen könnten. Und hier ist der USB. Jetzt werden wir den USB einfach benehmen. Ah. Ich muss mal den Switchboard Hub noch demnächst irgendwo befestigen. Ich weiß noch nicht wo. Das werde ich im Video auch nicht sagen, wo ich den dran mache. So. Wegpacken. So, hier haben wir die Kamera. Und hi. Schön, dass du Geräusche machst. So, und wir wollen die Kamera jetzt einbinden. Indoor-Kamera. So. Moment, ich muss mein Passwort eingeben. Was ist das? Es hat das müssen wir jetzt noch mal testen. So, ich mach noch mal Black. Ja, geh noch mal raus. Ich habe jetzt nochmal den Dark-Modus angeschalten. So. Weil jetzt ist
im Nicht-Dark-Modus habe ich sie verbinden können. Vorher war es nicht möglich, mich mit der zu verbinden. So. Ich bin jetzt wieder im Dark-Modus. Ich sage, ich möchte ein Gerät hinzufügen. Kamera. Sie leuchtet rot. Entschuldigung. Sie leuchtet rot. Ich muss erstmal hier mein Internet. Zeigt einen QR-Code. Ja. Achso, ich muss erstmal wieder. 1, 2, 3, 4, 5. So. Resetten. Kurz warten, es leuchtet noch rot. Nach einer Weile fängt es dann an zu blinken. Da müssen wir jetzt kurz warten. Netflix. So, jetzt, wie ihr seht, blinkt es. Und jetzt soll ich so machen. Ja, also Kamera und QR-Code, also mit Kamera mit QR-Code. So etwa 10 bis 20 cm Abstand halten. Aber der erkennt den QR-Code nicht an. Jetzt mache ich einfach mal den Dark-Modus aus. So, jetzt habe ich natürlich ein helles Feld hier, das ist klar. Jetzt muss ich hier erstmal komplett raus aus der App. Alles schließen. In die App wieder rein. Plus Kamera. Roses Leucht leuchtet. Internetpasswort eingeben. Da ist der QR-Code. Verbunden. Finish. Da leuchtet grün, wie hier auch. Jetzt, wie in der App auch da steht, soll grün leuchten, dann kann man da verbinden. Ja. Und Kamera 2. Und wir sind mit Kamera verbunden. Es legt mich doch am Arsch. Echt jetzt? Es ist wirklich nur. Ich muss erstmal den Dark-Modus wieder anmachen, sonst kriegst du hier. Es ist wirklich nur am Dark-Modus hat sie liegen. So, Kamera 1. Die ist offline. Kamera 2 ist online. Die Kamera 1 ist doch eigentlich müsste. Ach, jetzt hat er umgesprungen. So. Ich stelle die mal ein Stück weiter weg. Und hochkant. Also hier seht ihr, er, hier ist er. Ich mache die mal so. Aber so, dass ihr halt ein bisschen mehr was seht. Hoppala. Ich glaube, das ist zu steil. Da seht ihr nicht so viel. Muss ich so halten und ein bisschen ranzoomen, denke ich mal. Dass ihr ein bisschen was mehr seht. Boah, die Qualität ist geil. Selbst mit dem schwachen Licht. HD leuchtet euch hier oben auf. Alter, die macht. Wenn du dir so anguckst, dann sieht ein bisschen besser aus als bei meiner Logitech. Gut, wenn du ranzoomst, dann nicht mehr, aber. Die macht ein gutes Bild. So. Ah, hier können wir dann groß machen. Dann groß. Das Bild sieht sehr gut aus. Hallo, Test, Test, Test. Ah. Ah, aus. Aus.
Test, test, test. Grauenvoll. Test, test, test. 1, 2, 3. Also man kann sich auch verstehen. Also ich habe einen Lautsprecher im Handy, kann dann auf die Kamera sprechen und ich kann auch von der Kamera praktisch hierher sprechen zur App. Ich kann es breit machen. Ich kann einen Screenshot schießen. Beitritt zur Galerie. Perfekt. Achso, ich hab ja keine SD-Karte drin. Ja, gut. Ich kann kein Foto machen, ich habe keine SD-Karte drin. Wir können eine Aufzeichnung starten. Dann nach unten fahren. Wiedergabe. Ja, wir haben, muss eine SD-Karte rein, eine Mini-SD im FAT32-Format, damit wir das nutzen können. Galerie, logischerweise ist jetzt da nichts drin. Hier privater Modus, das ist denn, das, was ich schon mal erzählt habe, da geht die Kamera aus. Da zeichnet sie nichts auf, nicht eine Cloud und nicht, weil ihr könnt euch eine Cloud ja dazu mieten, wie bei anderen Anbietern auch. Ach, hier hat er irgendwie doch welche gespeichert. Die kann ich dann so ja senden. Wahrscheinlich im Handy jetzt in der komischen Galerie, aber wenn sie auf der SD-Karte ist, kannst du die dann auch direkt halt deinem Wachdienst oder sowas, wie es ich gleich schicken oder der Polizei hier. Der war bei mir im Wohnzimmer. So, Kamera wieder einschalten. Nachtmodus. Auto. Auf ist an. Oh, da wird es wirklich so dunkel. Warte mal, ich zeige euch das mal. So, mit diesem Nightshot-Modus. Sieht voll geil aus. Ich bin mal gespannt, was das nachts. Ich muss das denn testen, was das nachts für Videos macht und Bilder. Das sieht jetzt schon so verdammt geil aus. Auto. Also ihr habt Auto aus und auf ist an. Also ist schlecht übersetzt. An, auf ist an. Bewegungs. Ah. So. Ah, dann haben wir hier noch die Qualität. Also die Größe können wir hier noch einstellen. Eigenschaften. So, Zeitstempel haben wir. So, Nightshot haben wir Auto, Batteriesetting. Da können wir halt die Lampe an oder ausmachen. Flipscreen. Nightshot Automatik. Ah, hier kann man dann die Sensibilität vom, also Low,
Medium High vom Bewegungssensor einstellen. So, hier haben wir die Micro-SD, da ist jetzt natürlich nichts drauf, also kann er uns jetzt nicht sagen, dass da was drauf ist. Recording-Modus können wir aber schon mal anmachen. Wir können die auch formatieren und alles Mögliche. Cloud, da können wir uns jetzt natürlich Cloud-Speicher dazu mieten, also abonnieren. Die Preise weiß ich jetzt aber nicht. Abonnieren, was kosten die? 6 Euro monatlich, 6,50 € oder halt Platin. Mit 65 Euro. Boah, das ist doch der Monat, nicht monatlich, das ist doch bestimmt jährlich, oder? Ja. Oder 65 Euro im jährlich. Also entweder 6,50 € alle 30 Tage, also einmal im Monat. Oder halt 65 Euro und dann für ein ganzes Jahr. Aber wie viel haben wir denn da eigentlich? Ah, hier haben wir noch einen Code. Falls wir einen Rabattcode haben oder falls wir mal einen Rabattcode irgendwo haben, könnte man den dann hier einlösen. Notification, Report and. Ah, aber hier funktioniert mit der Kamera komischerweise. Tree Party. Tree Party Integration. Nur Alexa. Tret Party. So, müsste vielleicht. Vielleicht geht die denn. Müssen wir gleich mal gucken. Firmware-Version. Automatic Update, confirm. So. Ach, ich habe die jetzt über den Kopf stehend gemacht. Ah, das war der Flipscreen. Ja. Seht ihr das? Ich habe es jetzt über die Alexa-App gemacht. Ich habe mir jetzt Favorit hier praktisch die Kamera hingepackt. Kann darauf gehen. Dauert ein bisschen was. Dann wird die Verbindung über den Hub zur Kamera hergestellt. Also eben hat es nicht so lange gedauert. Aber da ist es. Jetzt, wieso ist es schwarz? Live gerade nicht verfügbar. Oh. Ich werde jetzt mal was versuchen. Fünf Geräte gefunden. So, ich werde mal jetzt versuchen. Drop-in. Ach, wie hieß das Ding nochmal?
Drop-in Fire TV Cube Wohnzimmer. So, da seht ihr mich. Das ist jetzt hier praktisch. So. Hä? Drop-in Fire TV Wohnzimmer. Fire TV Cube Wohnzimmer, richtig? Ja. Aber der wird beendet. Drop-in Fire TV Wohnzimmer. Fire TV Cube Wohnzimmer, richtig? Ja. Nicht verfügbar. Alexa? Drop-in? Alexa? Drop-in? Du hast 4 Geräte und 3 Kontakte für Drop-ins, darunter Echo Dot Fleur und Josies Echo Dot. Bei welchem Kontakt oder Gerät möchtest du ein Drop-in machen? Odins Echo Show. Alexa, Videoübertragung an. Alexa, Videoübertragung an. So, jetzt noch mal vernünftig. Ihr seht die Kamera hier. Die habe ich ein Stück weiter weg gemacht. Haben sie uns zwar ja schon angeguckt, aber wir wollen ja noch. Ach Quatsch, in der Kamera 1. Ich muss auf jeden Fall noch die Bildqualität bei Nacht kontrollieren. Wir sehen auch hier Mitteilung, wenn ja was passiert ist. Wir können halt dann in der Alexa-App oder halt in der Switchboard-App direkt. NFC. Wir können sie ja über NFC laden. So wie es aussieht. VPN. Nee, NFC ist eine Verbindung. Nicht zum Laden. FAQ. Weiße Firmware-Information. Ja, wir müssen mal gucken, wie sich das Arm schlägt bei Dunkelheit. Da werde ich dann auch nochmal eine Testaufnahme machen, weil so sieht das schon mal sehr gut aus. Wir haben hier noch Möglichkeiten drin, wir haben Zeitstempel drin. Wir können eine SD-Karte reinmachen, wir können uns benachrichtigen lassen, wir können uns dann natürlich. Hier ist ein Bewegungssensor schon drin in der Kamera. Und der Fuß, wartet mal, ich muss euch noch was zeigen, das habe ich vergessen. Der ist magnetisch, also ihr könnt ihn. So, ja, an einem Regal oder so oben ranbauen, ohne zu schrauben zu müssen. Ja, also Kamera mal wieder herholen. So, also ihr könnt aber zusätzlich auch, weil wie gesagt, da ist ein Bewegungssensor drin, könnt ihr in der App hier Szene, können wir jetzt eine neue Szene machen und wir können jetzt zum Beispiel sagen, wenn die Indoor-Kamera 1 so, an ist. Oder wir können auch sagen, pass auf, für euch vielleicht ganz interessant. So, wenn die Indoor-Kamera 1. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Im Privat-On-Modus ist. Dann sollen wir hier seine Kaffeemaschine angehen oder was weiß ich. Aber ich wollte eigentlich was anderes. Ich wollte
wenn ich muss dafür den Sensor noch mal rausholen. Oder ach Quatsch. So, Quatsch, wir machen das ganz anders. Passt mal auf. Ich habe da gerade eine gute Idee gehabt, um euch das vielleicht mal mit dem Privatmodus ein bisschen zu zeigen. So. Ich zoome mal kurz raus, dass ihr das hier vernünftig sehen könnt. Hier ist der Switchboard an der Kaffeemaschine. Hier ist der Auslöser. So, das seht ihr. Und jetzt, hier ist die Kamera. So, die packen wir mal dahin. So. Und wir wollen jetzt praktisch, weil wir vergesslich sind. Wir sind vergesslich, ich bin jedenfalls vergesslich. Ich möchte frühs. Wenn manuell. So. Nee, das wollen wir nicht. Delete. Ich wollte eigentlich manuell. Coverboard. Press. Indoor-Kamera. Privatmode off. Nein, das wollen wir nicht. Aua. Privatmode. So, okay. Privatmode off. Da fehlt doch einer. Thermostat, wo? Wo ist denn mein Sensor? Und zwar hier der da. Den müsste ich doch für eine Szene auch einbinden können. Szene. Plus. Okay, dann halt nicht. Manuell. So, und dann Indoor-Kamera 1. Privatmodus aus. Und Kaffeemaschine soll an. So. Und das speichern wir jetzt. So, wir haben die Szene jetzt gespeichert. Dann müssen wir jetzt erstmal zurückgehen. Gehen in die Indoor-Kamera 1. In die Einstellungen. Quatsch, das war hier vorne. Hier hoch und sagen jetzt einfach mal Privatmodus. Wir sind jetzt im Privatmodus. So. Und unsere Szene sagt uns ja. So, war der Akku leer. Und unsere Szene sagt ja, wir sollen das per Hand machen. Hier, Trigger Ons. Wir können das auch noch bearbeiten. Oder können wir was anderes reinmachen? Ich mache jetzt doch mal mit dem Sensor wieder. So. Sobald er was detected. Zack. Zack. So, ich habe jetzt mit dem Sensor das gemacht. Und hier oben mit dem Sensor, das ist aus.
Mit dem Kaffeebot. Das können wir auch das und so. So. Können wir eigentlich auch. Delete. Löschen. Yes. So, mit dem Coverboard ist gelöscht. Jetzt ist wirklich nur drin, dass die, wenn der Bewegungssensor was macht, also eine Bewegung feststellt, geht die Indoor-Kamera aus dem Privatmodus raus und meine Kaffeemaschine dann. So, das wollen wir jetzt einfach mal testen. Mit dem Sensor. Der ist hier hinten. Deswegen, da ist die Kaffeemaschine, hier ist die Kamera. Ach, seht ihr? Da hat er schon. Da hat er jetzt schon eine Bewegung festgestellt. Und die, ihr habt sie gesehen, anhand des Switchbots, bei der Kamera hat man jetzt nichts gesehen. Aber wir haben hier Nachrichten. So. Szene B ist angegangen. Quatsch, Sensor 1B ist angegangen. Und wir können jetzt mal überprüfen. Ist denn unsere Indoor-Kamera 1 jetzt nicht mehr im Privatmodus? Nein, sie ist nicht mehr im Privatmodus. Sie zeichnet, sie hat es an. Ihr seht ja hier eine Bewegung. So, ich zeige euch das jetzt nochmal. Wir gehen wieder hier in den Privatmodus. So, die Kamera ist im Privatmodus. Ich zeige euch das nochmal. Ich gehe nochmal rein. Sie ist im Privatmodus. Ich mache auch alles hier dicht. So, alles ist dicht. Jetzt muss der Bewegungssensor erstmal wieder reagieren. Weil ich ja hier die ganze Zeit mich bewege, das ist dann halt immer schwer, dass er da eine Bewegung feststellt. Aber wir können jetzt einfach mal wieder einpacken. So, Trick 17. Wir packen den ein. Jetzt hilft er erstmal raus hier. So. Jetzt ist er dunkel. Jetzt merkt er natürlich durch die Dunkelheit keine Bewegung. Da müsste man dann halt gucken, dass ich den auch besser justiere oder so. So. Und jetzt seht ihr gleich. Kann man den irgendwie noch besser justieren? Es ist halt leider schade, dass die App hier komplett in Englisch ist. Also da hoffe ich, dass da vielleicht noch eine deutsche Version oder eine deutsche Überarbeitung kommt oder so. Sensor. So. Sensitiv. Long, Medium, Short. Ich nehme einfach mal Long. So. Light off.
Kann ich jetzt nicht einstellen. Cloud ist on. So, Firmware. Alles aktuell. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt hat er. So, gleich Kaffeemaschine wieder ausmachen. Und wir gehen auf die Indoor-Kamera. Und der Privatmodus bei der Indoor-Kamera ist auch raus. So, dann können wir die Szene aber auf jeden Fall löschen. Nicht, dass ich es vergesse und dann irgendwo den Bewegungssensor hinpacke und dann geht mir jedes Mal die Kaffeemaschine an. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So, dann haben wir jetzt alle Geräte eigentlich durchgetestet. Würde ich jetzt so mal so behaupten. Ich muss jetzt noch mit der Gardine ein bisschen rumspielen. Da will ich noch ein, zwei Videos machen. Ich habe da ein paar Ideen zum Testen. Und ja, dann würde ich sagen, achso, hier, die muss ich noch mal drei machen. Wenn ich die Videos dann habe, mache ich noch einmal ein Video. Ich will noch auch so ein Switchboard, will ich auch noch am Lichtschalter ran machen. Da will ich noch ein Video zu machen. Und, aber das nicht mehr heute. Und mit der Gardine will ich aber heute das noch hinkriegen und ein bisschen rumfummeln. Und also da werden noch ein paar Videos kommen. Ich bin da immer noch am rumfummeln und am machen und am Basteln, dass das alles funktioniert. Egal. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wir haben es jetzt nach vielen Umwegen die Kamera endlich eingebunden. Es war der dunkle Modus. Es war der dunkle Modus. Naja, wir haben es jetzt hingekriegt. Dunkle Modus aus. Und man konnte die Kamera beide, ich konnte jetzt beide Kameras einbinden. Es funktioniert. Denkt dran, dunkler Modus aus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.